Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen bei Simrace TV Donnerstagabend. Wir sind kurz vor dem großen Wochenende des Simracings. Nichtsdestotrotz werden wir heute hier auch großen Motorsport im Simracing erleben, nämlich bei der Race Day Speed Association im zweiten Lauf der Wintersaison, heute live aus Monza. Soweit bin ich gar nicht weg von Monza, muss ich ehrlich gestehen. Allerdings dann heute Nacht auch auf dem Weg nach Dänemark. Tolle Sache. Und ja, wenn der Jens hier gleich erscheint, dann gibt es natürlich dann erstmal wieder die Streckenvorstellung, so wie ihr das gewohnt seid. Und dann werden wir hier heute Abend einmal 20 Minuten Sprintrennen und einmal 40 Minuten Hauptrennen sehen. Und zwar basierend alles hier auf einer GT3-Serie, auf der Blancpain-Serie. Und das ist richtig, richtig gut. Das verspricht tollen Motorsport. Wir haben einen tollen ersten Lauf gesehen vor 14 Tagen und sind heute sehr gespannt hier, vor allem in Monza, wo denn wirklich Highspeed gefahren wird. Und ja, wir werden sehen. Mal gucken, ob wir auch hier Überholmanöver erleben werden und in der Parabolica. Und also ich bin mal sehr, sehr gespannt. So, ich muss mal immer hier jetzt einen kleinen Blick drauf werfen, ob der Jens schon da ist. Nein, ist er nicht. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie alles mitbekomme. Und wenn nicht, dann haben wir nämlich Pech gehabt. Genau. Aber ich denke mal, das wird auch so funktionieren. Okay, nutze ich die Zeit, bis Jens da ist, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Nämlich Samstagnachmittag, 15 Uhr geht's los. Also der offizielle Stream. Natürlich berichten wir schon ab 10 Uhr von den ganzen Aufbau- und Umbaumaßnahmen und wie das dort alles aussieht. Nämlich live von dem GTR 2 24 Stunden Le Mans Event aus Kolding in Dänemark. Dort bin ich dann bereits zum dritten Mal und das wird wieder richtig, richtig geil, weil diesmal sind über 30 Teams am Start. Wenn wir uns zurückentsinnen, vor 2 Jahren, also 2011, als ich das erste Mal gemacht habe, waren das 11 oder 12 Teams. Letztes Jahr waren es 17 und dieses Jahr über 30 Teams. So, der Jens ist da. Der Jens ist da, der Jens ist da. Lalala, die Lalala. Ja, der Lenz ist da, genau. So, Jens, Monza. Monza. Ja, mal richtig wieder richtig geil einen raushängen lassen hier und ich schau mal, dass ich das jetzt hier eingefangen kriege. Wo ist er denn, der Herr Purkott? Kannst du Oh, auf das nicht 14 so? aktuell, also noch Oh, relativ weit hin. Ne. Mensch, da ist er, da fährt er auch schon. Ja, mein Lieber, dann erzähl mal und erzähl mal was Schönes, nämlich von der. Ach so, wir sind ja noch, bist ja erstmal noch in der Warm-up hier. Ja, ganz Gerade entspannt. mal, gerade mal im ersten Sektor, aber wie ihr seht, er beeilt sich. Kann man den Und Monster langsam fahren? weiß ich nicht, so wie du schon wieder klingst, bist du sehr angestrengt. Genau. Ja, also was gibt's zu sagen, Monza? Wir haben hier eigentlich immer richtig gute Rennaction. Ich will mich nicht so weit festlegen, dass ich sagen würde, die beste, aber sehr, sehr gute Rennaction. Und wir haben 30 Autos auf der Strecke knapp und das wird verspricht richtig, richtig tollen Motorsport. Also ich bin schwer begeistert. Ich habe gerade eben erst erfahren, dass es Monza ist. Da muss ich wenigstens keine Kurvennamen lernen. Die weiß ich auch noch von früher. Ja, mit der hervorragend deine Vorbereitung. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie das aus dem Ärmel schlackerst. Nein, wir haben sogar 31 Autos heute am Start. Es waren noch sogar zwei mehr gemeldet. Die haben wir gerade spontan abgesagt aus technischen Problemen. Gut, aber über 30, alles stabil. Schnell auf Holz klopfen. Ja. Ah, jetzt geht gerade einer raus. Gut, habe ich zu laut geklopft. Wollen wir hoffen, dass alles klappt. Ich werde mich jetzt mal direkt hier in die Parabolika begeben und dann mal losplästern. Ja, Monza. Highspeed. Im Gegensatz zum letzten Rennen haben wir jetzt auch Windschatten. Da gab es immer ein kleines Problem. Der Windschatten war definitiv eindeutig zu gering. Hier werden wir Windschattenduelle sehen. Und gerade hier Richtung erster Schikane wird es ordentlich krachen lassen. Wir haben unterschiedliche Fahrzeugphysiken dieses Mal. Heißt auch unterschiedliche Topspeeds, unterschiedliche Bremspunkte, unterschiedliche Rausbeschleunigungsverhalten. Also
Ich glaube, der Audi ist hier sehr stark und der Mercedes ist hier sauschnell auf der Geraden. Also den zu überholen wird schon echt ein Akt. Das hatten wir gerade schon, die erste Schikane, deutlich, ja, toller Ausbremspunkt. Das gleiche haben wir hier bei der zweiten. Also eine langgezogene Kurve geht definitiv voll. Anbremspunkt hier, ja, deutlich vor der Brücke, zweiter Gang, linker Curb, rechter Curb, nicht zu viel, sonst wird das Auto zu unruhig hier, ein bisschen den Curb mitnehmen. Dann kommen wir zu den beiden Desmos, die sicherlich spannend zu fahren wären, wenn man viel Flügel drauf hätte. Aber irgendwie haben wir die alle in der Box vergessen und dann versucht man hier auch viel um diese Dinger zu feiern. Also echt immer wieder heikel. Hier ist ganz besonders wichtig, weil da muss man viel Schwung mitnehmen, weil es kommt immer ein Monster, eine lange Gerade. Dann kommen wir, wie ich finde, für mich die schwierigste Stelle. Eine ganz schnelle Schikane, wo das Auto zum absoluten Übersteuern neigt. Und ich bremse hier tief in die Kurve rein, dritter Gang, hier ist über den Curbs. Und hier will das Auto immer hinten rumkommen. Und dann hier will es rumkommen. Und dann in dem Linksklick wird sowieso rumkommen. Und, ach, ja, heikel. Also hier werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Abflug sehen. Ich hoffe nicht einen von mir. Ja, dann sind wir jetzt schon wieder Richtung Parabolika unterwegs. Da wird der Dutzer sicher auch noch Geschichten erzählen über Rollmanöver außenrum. Hatten wir schon. Wollte ich gerade sagen. Bin mal gespannt, ob wir heute auch noch welche sehen. Hatten wir schon erzählt, meinte ich. Ah, okay. Gut. Upsa. So, und hier geht es jetzt schon wieder auf Start Ziel. Also, ganz, ganz heißes Feld. Wir haben gerade mal so ein bisschen in die Zeiten geschaut. Im Training habe ich es jetzt gar nicht verfolgt, aber in den Hotlaps waren, glaube ich, die ersten 15 oder so, also innerhalb von einer Sekunde. Hier geht es heute richtig zur Sache. Genau. Ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir hier irgendwie mit 30 Leuten auf die erste Schikane zuknallen oder die zweite oder auch die dritte. Deshalb hat das Briefing gerade ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ich konnte den Jungs so ein bisschen ins Gewissen reden, worum es hier heute Abend geht. Und ja, ich wäre total begeistert, wenn du nicht von irgendwelchen Startunfällen oder Kollisionen erzählen musst, sondern mehr von tollen Duellen. Genau, ja, das würde uns natürlich alle freuen. Aber gut, das ist jetzt auch nicht... ja, wir sind in Monza und jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, weiß, wie gefährlich hier die erste Schikane ist beim Anbremsen, weil man halt schon fast mit Topspeed dort zum Bremspunkt kommt. Und das ist halt, ja, das ist halt Monza. Genau. So, dann würde ich sagen, mein lieber Jens, ab ins Quali. Und genau. Dir wünsche ich viel Glück, dass du gut, ja, irgendwie deinen Rhythmus findest. Und ja, wir nicht allzu viel lästern müssen. Ja gut, ich denke mal, der Lambo ist nicht das perfekte Auto für Monza, aber ich habe ja genug Rennjahre auf dem Puckel. Vielleicht reicht es ja wie sowas um die 5, 8 bis 8 oder so. Mal schauen. Wir schauen mal, genau. Ja, so sieht's aus. Und genau, jetzt werden wir uns irgendwie mal schön dem Qualifying widmen. Wir fahren ja hier jetzt in dieser Saison ein zweigeteiltes Qualifying. Magst du da schneller was zu sagen? Ah, er ist schon weg. Ach, guck an. Ja, also wir fahren jetzt ein zweigeteiltes Qualifying, das heißt die Top 5 aus dem jetzt folgenden Qualifying fahren dann nochmal eine einzelne gezeitete Runde und das ist natürlich also so eine Art Superpole. Das ist natürlich dann eine richtig hammergeile Geschichte, also das macht richtig, richtig Spaß. Der Puls der Fahrer geht wirklich richtig hoch, die sind total nervös, vor allem in der Aufwärmrunde, na, dann in der gezeiteten geht es einigermaßen, also kenne ich aus eigener Erfahrung, da kommt man etwas runter, ist mal voll konzentriert. So, jetzt schaltet es um. Genau, und Platz haben wir auch genügend und da gehen auch schon die ersten aus, weil die wollen natürlich alle eine freie Runde haben. Jetzt schaut sich das alles, weil davon ist noch die Ampel rot. Jo, und da kommt einer angefeuert. Das wäre natürlich jetzt noch der Brüller gewesen. Jetzt ist die Ampel grün. Jetzt könnte der Erste auch mal losfahren. Tut er auch. Oh, ich sehe gerade, ich muss hier noch eine Kleinigkeit ändern. Das werden wir gleich machen. Weil sonst haben wir nachher durch die Gegend flackernde Autos. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und da das jetzt noch alles sehr frisch ist, machen wir das jetzt auch gleich. Ihr braucht euch keine Gedanken machen. Ich bleibe hier bei euch. Und ja, das ist ganz, ganz schnell erledigt.
Ja, wenn ich denn was erkennen könnte, wäre es schnell erledigt. Also dann gucken wir mal in aller Ruhe nochmal da, wo wir es sehen können. So, okay. Genau. REST Day Speed Association hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren super, super toll entwickelt. Von ursprünglich 10 Autos, die wir vor 3 Jahren, vor 2 Jahren noch hatten, jetzt zu einer voll ausgewachsenen Rennserie, Liga mit mehreren Rennserien. Also richtig, richtig gut. Und die Blancpain-Serie jetzt hier ist die Krönung dessen, was bisher hier stattgefunden hat, was die Teilnehmerzahlen betrifft. Und wir haben natürlich auch noch einen kleinen Deal, da ich selber mich nicht mehr so wirklich um Simracing kümmern kann, über Simrace TV hinaus, hat der Jens, der, ja, wie soll man das sagen, hilfsbereit ist, es klingt fast ein bisschen albern. Ja, er hat meinen GT3 Cup übernommen, Simrace.net, und hier wird in Kürze auch der Porsche GT3 Cup gefahren. Also das ist eine ziemlich coole Nummer. So, jetzt gehen wir mal wieder auf die Strecke. Und wir sind erstmal bei Jens Purkott. Das hat er sich verdient nach der anstrengenden Einführungsrunde. Ich befürchte mal, er wird nicht allzu lange da ganz vorne stehen bleiben. Aber vielleicht klappt's ja. So, der heutige Broadcast wird sich so ein bisschen dadurch auszeichnen, dass ich öfter mal eine kleine Pause machen werde, zum Beispiel im Warm-up, und auch zwischen den Rennen werde ich nicht zu hören sein. Ob ich dann den Stream unterbreche, naja, wir werden ihn laufen lassen, es wäre albern, ihn zu unterbrechen. So, das war hier suboptimal, da haben wir gesehen, hat er ein bisschen Untersteuern gehabt. Hier in der zweiten Lesmo. So, dann wir mal schauen, was jetzt hier am Ende für eine Zeit steht. Ups, und da steht auch schon einer im Kies. Das war ein BMW Z4. Wer genau, das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht erkennen. So, und ja, der Jan Vaskenes hat schon eine Zeit hingelegt. Jens Purkott ist schneller, ist momentan auf der Pole mit 1:48.179. Edgar Ostermann fährt auf die 3 mit einer 50.193, da geht aber noch ein bisschen was, da bin ich mir sicher. So, momentan purzeln hier die Zeiten, also hoppala, hier haben wir den Jan Paskenes, der ist in Notausgang gefahren. So, und schon gibt es neue Führende, nämlich Robin Frischkopf ist wieder mit dabei, das freut mich sehr. Der musste ja das erste Rennen ausfallen lassen und setzt sich hier auch gleich mal an die Spitze. Jetzt weiß ich nicht, warum der Jan da stehen bleibt. Der wartet wahrscheinlich auf eine freie Runde. Ob das so richtig ist. Und Robin Frischkopf geht nochmal eine bessere Zeit hier im ersten Sektor. 53.000stel schneller. Hat aber Verkehr. Gucken wir mal, wer fährt da vor ihm? Der Jürgen Engelhardt ist das. So, der sollte ihn jetzt aber vorbeilassen. Allerdings, wenn der auch auf einer schnellen Runde ist, dann ist natürlich blöd und das wird dem Robin die Runde kosten. Da bin ich mir definitiv, das ist vorbei. Ich gehe davon aus, dass der Robin jetzt in die Box kommt. Ja, ich glaube, er lässt schon, er geht schon langsamer.
Unterschied von der Ideallinie, genau. So, Jens Erner auf 2. Der ist auch in einer Inlap, das heißt, der wird hier in die Box kommen, sonst hätte er nicht hier so einen Wahnsinnsrückstand. Auf der 3. Amber, nee, da ist er schon gar nicht mehr, oder? Doch, Martin Schmidt ist jetzt auf der 3. Ich merke gerade, meine Anzeige kommt hier ein bisschen später. Und hier bewegt sich gerade massiv viel. Also Jan Baskén ist jetzt noch in den Top 5. Da ist aber jetzt schon Kai Matt. Kai Matt ist schon auf die 5. Position gefahren. Kommt jetzt aber auch in die Box. Wen haben wir jetzt auf... Ne, es ist ja schon 6. Wer ist jetzt 5? Jens Purkott. Jens Purkott hat sich wieder auf den 5. Platz. Und der Jan Baskén ist... Nee, ist immer noch nicht. Was ist denn hier los? Wieso habe ich denn hier den Kai Matt als 6? Wenn da eigentlich... Wer fährt denn dann auf der 25, wenn ich mal fragen darf? Günther Karrer, hier stimmt ja gar nichts. Der hat sich gerade verbessert auf die 23. Gut, also Kai Matt auf der 6. Versuch das mal hier zu aktualisieren. Hier vernünftige Ergebnisse bekomme. So, Kai Matt fährt Bestzeit hier im ersten Sektor. Und mir wird auch nach dem... Ja, das ist aber der Kai Matt. Also mir wird er hier immer noch auf Platz 27 angezeigt. Aber auch er hat Verkehr. Mal gucken, was mit seiner Bestzeit jetzt hier wird. Ja, die ist schon schlechter. Aber ich sag mal, das würde zumindest momentan, wenn er den Rückstand ins Ziel fährt. Christian Rückert hat die Position 1 übernommen. Würde das sogar noch für den 2. Platz reichen, aber ich befürchte mal, das wird er nicht hinkriegen, schon gar nicht hier jetzt in diesem Verkehr. Es sei denn, er holt sich hier richtig gut Windschatten. Ja, Platz 4 für Kai Matt. Ja, jetzt wird auch auf Platz 4 gezeigt, warum ich ihn dann hier... So, Edgar Ostermann wird mir auf der 6 jetzt angezeigt. Das ist richtig. Jens Purkott ist schon 7. Martin Schmidt 5. Kai Matt 4. Dennis Erner 3. Robin Frischkopf 2. Und Christian Rückert ist 1. Jetzt wollen wir mal den Christian zeigen. Der kommt jetzt hier gerade nochmal aus der Box. Also das hat noch ein bisschen Zeit. Dennis Erner ist vorbei an Robin Frischkopf. Gerade eben. Also mal gucken, was der Robin treibt. Der holt jetzt erstmal Schwung, geht jetzt gleich auf eine schnelle Runde und dann bleibt nur zu hoffen. Oh, und da kriegt er hier Verkehr. Da kommen gerade Fahrzeuge aus der Box. Ich hoffe, die kriegen das mit. So, sauber angebremst. Das sieht sehr, sehr ruhig aus, was er hier fährt. Arne Bachem verbessert sich gerade auf die 21. Und er hat über 1,5 Zehntel hier im ersten Sektor. Jetzt hoffen wir mal, dass er hier eine freie Runde kriegt. Er gibt Lichthupe, er macht das Licht an. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Mercedes hier vorne das irgendwie schnallt. Das, oh ja, das tut er. Das ist Stefan Hartleib, genau, und der Robin blinkt ihn auch an. Und der Stefan bleibt vorne. Also mal abgesehen, man kann jetzt sagen, okay, dieser, und jetzt spätestens hier beim Anbremsen verliert er die Zeit. Und 1/2 Sekunde schneller als die bisherige Bestzeit. Und der Hartleib muss da weg. Oh mein Gott!
Warum kann denn der nicht mitdenken? Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Aber klar, sorry. Also das war jetzt meine Aufregung, das ist jetzt nicht bös gemeint gewesen. Der ist wahrscheinlich auch auf einer schnellen Runde, aber die halbe Sekunde, die Robin Frischkopf hier im zweiten Sektor hatte, die wird er wohl nicht mehr halten können. Der Rhythmus ist auch raus. Also das haut auch nicht mehr so hundertprozentig hin. Wir wollen mal schauen, ob es vielleicht dann doch noch wenigstens für eine Verbesserung reicht. Nee, Platz 3. Ja, das hatte ihn fast eine Dreiviertelsekunde gekostet, die Aktion hier mit Hartleib. Wir haben noch 3 Minuten 33. Das heißt, so wahnsinnig viel Zeit nochmal reinzufahren hat er nicht. Da er jetzt hier auch noch eine Runde gefahren, also die Runde jetzt noch fährt, muss er definitiv jetzt eine Bestzeit fahren. So, er hat aber wieder Verkehr. Also es ist unglaublich schwer. Er ist jetzt schon dreieinhalb Sekunden schneller als der schnellste bisher. Absolute Topzeit hier im ersten Sektor und da wird ihm auch Platz gemacht. Und der Rückstand, den er da auf den vor ihm fahren hat, der müsste auch bis ins Ziel reichen. Also da wird er nicht in die Bredouille kommen, da nochmal so eine Aktion zu machen. Aber es war abzusehen, das Hartleib deutlich früher und wieder halbe Sekunde schneller, Robin Frischkopf. 6 Zehntel fast. Also das ist mal hier aber auf den Punkt gefahren. Letztlich muss er ja nur in die Top 5 kommen, in Anführungsstrichen. Da ist er momentan sicher. Ja, nee, nichts sicher. Nee, doch. Da ist er momentan sicher. Und hier wirklich auf einen Millimeter hier in der Parabolika. Und das sollte jetzt aber reichen für den ersten Platz. Aber hallo. Jawohl, mit über 6 Zehntel. Er hat in allen 3 Sektoren hier Bestzeit gefahren. Also, großartige Leistung von Robin Frischkopf. Und wir gucken hier noch einer der Runde von Christian Rücker zu. Dem traue ich noch am ehesten zu, dass er hier nochmal kontern kann. Allerdings den Rückstand wettzumachen, boah, das schafft auch der Christian Rücker nicht. Also, würde ich mal meinen. Ja, zumal er hat jetzt hier auch nochmal Verkehr. Ja, ich wollte das vorhin noch zu Ende führen oder das von vorhin noch zu Ende erzählen. Also selbst wenn das vorhergehende Fahrzeug, ich sag mal, nur, also für den Außenstehenden, so, er hat ja noch genügend Platz. Es ist nicht so. Also man ist irritiert, man bremst früher, man lenkt vielleicht sogar zu früh oder zu spät ein. Also das irritiert definitiv. Man achtet dann doch mehr auf das vorausfahrende Fahrzeug als auf seine eigene Linie. Nee, das wird hier eine Inlap. Das wird eine Inlap, die ist zu schlecht. Nö, doch nicht. Er fährt sie noch zu Ende. Aber gut, die ist wirklich... Ja. Kann nicht ernst gemeint sein. So, Dennis Erner auf der 3. Auf der 4 Kai Matt. Allerdings auch schon mit über einer halben Sekunde Rückstand. Er wird hier jetzt auch nichts mehr reisen. Und Martin Schmidt. Ja, da braucht er auch er hier keine größeren. Nee, da kommt noch nicht mal mehr eine Zwischenzeit. So, Edgar Ostermann, 6 Zehntel fehlen ihm. Das könnte noch mal eine Verbesserung werden, in die Top 5 zu fahren. Nee, reicht nicht. Hat er im letzten Sektor noch mal massiv verloren. Betonke, auch schon 8 Zehntel zurück. Auch für ihn wird das definitiv nicht reichen.
Platz 7 bleibt für ihn. Jens Purkott hat sich mit seinem 8. Startplatz abgefunden. Markus Farnhold auf der 9. Auf der 10 der Oliver Ketzer. Kommt auch in die Box. Auf der 11 Jan Paskenis. Laubach auf der 12. Betz auf der 13. Auf der 14 haben wir Kevin Flitsch. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Patrick Flüglisthaler auf der 15, 16 Tom Krüger, 17 Jens Erner. Nee, Moment, der hat sich noch was verschoben. Also, Moment. Patrick Flüglisthaler auf der 16, auf der 17 haben wir Tom Krüger, auf der 18 Jens Erner, auf der 19 Arne Bachem, auf der 20 Patrick Gabe, auf der 21 da ist hier irgendwas durch Holger Stanzus. Das Pirchecker auf der 22, auf der 23 Ralf Minwegen, auf der 24 Michael Bregartner, auf der 25 Stefan. Jetzt ist hier alles durcheinander. Michael Troscher 25, Ulrich Windmüller 26, Günter Karrer 27, Lars Borkowski 28, Ralf Minwegen 29, Jürgen Engelhardt 30 und Stefan Hartleib 31. So, die ersten fünf werden jetzt die Superpole ausfahren. Dazu fahren jetzt der fünfte und der vierte, glaube, gleichzeitig raus. Danach der dritte und der zweite und der letzte, der erste, beziehungsweise der letzte in diesem Quali ist dann der Robin Frischkopf. Der darf dann alleine, glaube, fahren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so ungefähr wird es laufen. Platz 5, jetzt müsste man nur noch in dieses Quali kommen. So, das passiert jetzt. Wunderbar. Da sind jetzt aber 20 Minuten eingestellt. Das ist aber auch okay, weil hier geht es jetzt nicht um Zeit, sondern hier geht es lediglich darum. So, und dann lässt das mal richtig krachen, der Herr Schmidt. Gucken wir mal, ob der Viertplatzierte, der Kai Matt, auch rausfährt. Der wartet erstmal ein bisschen. Ist sowieso egal, weil die Ampel noch auf Rot ist. So, jetzt ist grün und Martin Schmidt geht raus. Matt noch nicht. Doch, da kommt er, der Kai. Das ist jetzt nochmal eine richtig spannende Geschichte. Klar, die müssen sich jetzt erstmal aufwärmen. Also das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, bleibt abzuwarten, was uns jetzt hier erwartet. So, wenn ich das richtig sehe, ist auch Dennis Erner rausgefahren. Mal, genau, der Dennis fährt auch, aber die beiden Führenden, nämlich also die erste Startreihe Christian Rückert und Robin Frischkopf, die sind noch drin. So, und Martin Schmidt geht auf seine schnelle Runde. ...31 Fahrzeuge haben wir in der Grid.
Da kann man natürlich jetzt wenig zu sagen, weil wir jetzt keine Zwischenzeiten eingeblendet kriegen. Das wird uns dann erst helfen, wenn der erste hier eine Zeit gesetzt hat. Okay, Matt und auch Dennis Erner sind jetzt beide auf ihren gezeiteten Runden. So, jetzt kommt die Zeit. 1:48.161. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig schnell. So, Robin Frischkopf geht raus. Christian Rückert sind draußen. So, guck mal. Oh, ich glaube, Kai Matt hat's da zerlegt. Oder habe ich mich da getäuscht? Nee, habe ich mich getäuscht. Der kommt jetzt hier ums Eck geschossen. Der Kai. Und übernimmt erstmal die Führung. 1:47.787. So, Dennis Erner 85.000stel drunter. Und Platz 2 für Dennis Erner. Das hat nicht gereicht. So, Christian Rückert kommt jetzt hier über Start. Nee. Hä? Ah, die gehen jetzt erst in ihre schnelle Runde. Genau. So, jetzt werden wir das verfolgen, das Ganze. Immer schön hin und her switchen. Erstmal abwarten. Hier die erste Zwischenzeit von Christian Rückert im Audi R8. So, und schneller. Und zwar etwas über eine Zehntel, 0,130 Sekunden schneller. So, und hier kommt Robin Frischkopf. Kahn ist sauber erwischt. So, zweite Zwischenzeit für Christian Rückert. Und der ist langsamer als Kai Matt. 2 Zehntel, aber Robin Frischkopf hier. Fast 3 Zehntel schneller als Kai Matt, als der momentan Führende. Robin Frischkopf, 0,291 Sekunden. Na, hier stimmt aber irgendwas gar nicht mit der Zwischenzeit, aber die kommt jetzt. Und ja, das ist klar. 8 Zehntel schneller. Christian Rückert fährt auf die Position 2 mit einer 1:47.972. Also wird es die zweite Startreihe. Also Christian Rückert verliert hier. Ja, und ich glaube, da brauchen wir nicht viel sagen. Der kann das Auto jetzt hier über die Startziel schieben und wird auf die Pole fahren. Das war ja mal sehr, sehr deutlich im ersten und im zweiten Quali hier. Aber eine ganz klare Ansage gesetzt. Jawohl, da blinkt er auch schon fast eine Sekunde schneller als die Konkurrenz. 1:46.853.
Ja, das nenne ich mal Schweizer Gelassenheit. Also, da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Ja, dann bleibt uns nur zu hoffen, dass wir jetzt hier einen spannenden Rennstart sehen. Ich verabschiede mich ganz kurz. Hoffe, dass das, ja, dass wir hier jetzt nichts Schlimmes sehen. 5 Minuten 25 habe ich Zeit. Ich bin dann gleich wieder da. Oh, wie schön. Da ist ja wohl ein bisschen was verrutscht. Das ist natürlich ganz blöd, aber gut, dass wir eher wieder gekommen sind. Gut, momentan ist keiner gewillt, hier irgendeine schnelle Runde zu fahren.
Ja, und dann warten wir halt das Geschehen ab, nicht wahr? Oh, doch! Jetzt, Fred Dohnke. Heimat. Ja, wunderbar. Jetzt bewegt sich doch ein bisschen was. Dass die Zeiten jetzt hier etwas höher sind, ist völlig normal, weil die Herrschaften jetzt schon im Rennsetup unterwegs sind. Jedenfalls die meisten sollten das sein. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen ruckeln. So, gleich sind wir dann wieder beieinander. So, wunderbar. Ja, jetzt haben wir dann auch ein etwas schärferes Bild. Das ist ja mal richtig nett. So, auch Robin Frischkopf fährt hier eine 48.084, auch wieder so um die 6 Zehntel schneller als der Rest. Also wie in beiden Qualifyings, das ist, glaube ich, bezeichnend. So, ich lese gerade, YouTube will mir irgendwas helfen. Na, da sind wir mal gespannt. Simrace TV wird in Kürze auch über YouTube broadcasten können. Ob wir das tun, werden wir sehen. Ah, okay. Also man kann jetzt die Webseite da integrieren in irgendeiner Form. Naja, wollen wir mal schauen. So, meine Damen und Herren, auf geht's. So, der Robin dürfte auch auf der Strecke sein, genau. Da ist er. Jetzt sehen wir allerdings erstmal die Warm-Up-Lab, die Formation-Lab. Das heißt, die Herrschaften werden jetzt hier gleich in 5 Sekunden losfahren. Oben läuft die Zeit runter. Genau. So, und dann gucken wir uns das mal hier schön an. In der Zufahrt auf die erste Schikane. Jetzt sieht das noch ganz ordentlich und gesittet aus. Sehr schöner Anblick. Mich freut's ungemein. Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich das hier sehe, dass das bei Jens Burkert so gut klappt jetzt. Also, so viele Fahrzeuge auf der Strecke sind. Das haben wir schon anders gesehen. Ja, gehen wir einmal ganz kurz die Startaufstellung durch, zumindest so weit wie wir kommen. Ach, das ist gar kein Auto, was da steht.
Was ist mit Robin Frischkopf? Da ist er. Auf der Position 1 Robin Frischkopf, auf der 2 Kai Matt, auf der 3 Christian Rückert, Platz 4 für Dennis Erner, Startplatz 5 für Martin Schmidt, auf der 6 Edgar Ostermann, auf der 7 Fred Dunkel, Platz 8 für Jens Purkott, Platz 9 für Markus Farnhold, auf der 10 Oliver Ketzer, auf der 11 Jan Baskenes, Platz 12 für Laubach, Platz 13 für Michael Betz, auf der 14 Kevin Flitsch, 15 für Stefan Hauenstein, 16 Patrick Flüchlingsthaler, 17 Tom Krüger, 18 Jens Erner, 19 Arne Bachem, 20 Patrick Garbe, 21 Holger Stanzusch, auf der 22 Chris Pirchecker, Ralf Minwegen auf der 23, auf der 24 Andreas Braun, Michael Bregartner auf der 25, auf der 26 Stefan Hartleib, auf der 27 Jürgen Engelhardt, 28 Micha Dröscher, Ulrich Windmöller auf der 29 und auf der 30 Hamar Günther Karrer und hinten auf der 31 fährt der Lars Borkowski. So, dann gehen wir mal ganz schnell vor, haben wir sie alle noch wunderbar geschafft, weil der Erste kommt jetzt hier zu seinem Startplatz, nochmal schön die Räder durchdrehen lassen, schön Temperatur auf die Hinterreifen bringen. Bremsen dürften auch angewärmt sein. Das ist hier ganz, ganz wichtig auf dieser Strecke. Wir haben es vorhin eingangs erwähnt. Man kommt hier fast mit Highspeed auf die zum ersten Bremspunkt und man bremst runter bis in den ersten Gang. Also sehr gefährlich das Ganze. So, wenn alle stehen, sollten die Ampeln angehen. So, da sind sie. Und auf geht's. Weiter Lauf der Rest Day Speed Association. Vorne kommt Kevin Flitsch recht gut weg. Wird wohl auch, aber hier ist natürlich jetzt. Oh, wow, wow. Hauenstein stechen. Upsala! Und Martin Schmidt hier geht in die Bande. Und da folgt ihm gleich noch jemand, der ist da. Irgendwie aufs Grün gekommen und es ist gelb. Strecke ist gelb. Das ist natürlich nicht schlecht für Robin Frischkopf. Edgar Ostermann ist vorgefahren bis auf die 2, konnte an Kai Matt vorbei. Hatte einen super guten Start, aber das kennen wir von ihm. Da für ein Start, das wird aber keine Antenne sein. Hat der CB-Funk im Auto oder was? Halleluja. So, so wie es aussieht, ist das Rennen wieder gestartet. Das ist eine Eigenheit hier in dieser Rennserie. Und momentan alles wunderbar. So, und hier vorne geht es gleich rund. Edgar Ostermann hat versucht, Robin Frischkopf anzugreifen. Der hat sich da nicht abhängen lassen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Robin Frischkopf hier den Start für sich entscheidet. Oh, da ist ein Audi, aber mehr als optimistisch. Ja, der ist auch nicht mehr da. Doch, der ist noch da. Aber noch auf seiner Position. Auf Platz 4, das war Dennis Erner, der es hier versucht hat. So, jetzt aber hier das erste Mal auf Startziel, auf die erste Schikane zu. Und Robin Frischkopf bremst zu spät. Oh, da bremsen noch mehr zu spät. Upsala, was ist denn hier? Neue Streckenführung. Eieieiei. Ja, und er muss den ersten passieren lassen. Das nützt alles nichts. Wahrscheinlich hat er sogar eine Strafe bekommen. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Robin Frischkopf damit auf Platz 2. Edgar Ostermann führt.
Kai Matt ist dadurch vorgekommen auf den dritten Platz, weil da war noch jemand, der sich da irgendwie, ja, Christian Rückert war das, glaube, der ist da auch gerade ausgefahren. Jens Burkhardt schon vorgekommen bis auf die sechste Position. Ja, das ist schon mal ziemlich spannend zu sehen. Das ist so Monza-typisch, wie es nur irgendwie geht. So, hier jetzt Robin Frischkopf gegen Edgar Ostermann. Die beiden alten Kontrahenten. Seitdem ich hier in dieser Liga broadcaste, ist das ewige Duell. Bisher konnte das Robin Frischkopf immer für sich entscheiden. Die Meisterschaft zumindest. Aber Edgar Ostermann ist mit Sicherheit jemand, der ihm da absolut Paroli bieten kann. So, jetzt kommt es drauf an. Windschatten, wurde gesagt, gibt es wieder. Aber das reicht nicht. Das reicht definitiv nicht. Da muss er eher nach hinten gucken, der Robin. Genau, da kommt nämlich Kai Matt. Versucht es jetzt außen. Upsala, und verbremst sich auch. Kai Matt verbremst sich auch, geht in den Notausgang. Wird sogar kurzzeitig als Führender gewertet und kommt auf Platz 4 wieder auf die Strecke. Das ist in Ordnung, wenn er einen Platz verliert. Er war vorher Dritter. Ja, er ist sogar Fünfter. Martin Schmidt ist noch vorbei an ihm. Gucken wir mal. Genau. Oh, da geht es hier voll über die Abweiser drüber. Also es ist eher die Regel hier, dass man hier unter einer Sekunde Abstände hat, als darüber. Es ist völlig wurscht, wo ich jetzt hier hingehe. Es sind überall ganz, ganz enge Duelle. Aber hier zwischen Martin Schmidt, ja, das wäre nun wirklich albern gewesen, hier zu überholen. Da sollte er lieber ein bisschen abwarten. Das könnte jetzt schon eher was werden, hier den Windschatten ausnutzen. Hier ist er dicht genug dran. An Dennis Erner. Aber das ist hier in der Parabolika extrem gefährlich. Lässt er auch bleiben. Lieber hier besser aus der Parabolika rauskommen und dann vor Start und Ziel. Aber er hat hier arg zu kämpfen. Man sieht das an den hektischen Lenkradbewegungen, das Auto auf der Strecke zu halten. Und da vorne gibt es auch einen Zweikampf, nämlich Robin Frischkopf und Edgar Ostermann. Wir bleiben mal bei den beiden. Na, dann gehen wir jetzt nach vorne. Dann gehen wir jetzt nach vorne. Frischkopf ist wieder vorbei. Ja, bremst sich hier daneben. Das ist in Ordnung. Robin Frischkopf führt wieder. Edgar Ostermann auf der 2 und Martin Schmidt ist nicht an Dennis Erner vorbeigekommen. Auf der 5 haben wir dann Kai Matt, der sich das Ganze ein bisschen anguckt. Jens Burkhardt mit ein bisschen Luft nach hinten und vorne auf der 6. Auf der 7 Christian Rückert, auf der 8 Matthias Laubach, ich bin mir immer nicht sicher, ich glaube Matthias, ich sag lieber nur Laubach, bevor ich hier was Falsches erzähle. Hatte ja nur schon 2 Jahre Zeit, mal den Namen voll auszuschreiben. Kevin Flitsch auf der 9, der ist schon ein bisschen nach vorne gekommen, der ist ja von 14 gestartet. Fred Dohnke auf der 10, auf der 11 Jens Erner, der ist auch gut nach vorne gekommen, der Jens. Patrick Flügelsthaler auf der 12, auf der 13 Oliver Ketzer, der hat Plätze verloren, der ist von 10 gestartet. Markus van Holt hat auch massiv verloren. Ich glaube, das war einer der beiden Autos, die am Start da neben der Strecke waren. Tom Krüger auf der 15, auf der 16 Micha Betz im Simsing Pro BMW Z4. Arne Bachem auf der 17, auf der 18 Stefan Hauenstein, auf der 19 Ralf Minwegen, auf der 20 Jan Baskienis. Hier sind die Abstände jetzt schon ein bisschen größer, aber Günther Karrer ist dran an dem Jan. Der Jan hat auch ganz viele Plätze verloren. Ulrich Windmüller auf der 22, Andreas Braun auf der 23, auf der 24 Jürgen Engelhardt, auf der 25 Micha Dröscher, auf der 26 Holger Stanschus,
Patrick Garber auf der 27, auf der 28 Chris Pirchegger, auf der 29 Lars Borkowski, auf der 30 Stefan Hartleib und auf der 33 der Pechvogel Micha Pregartner. So, jetzt sind wir hier vorne und Robin Frischkopf hat jetzt ein bisschen Luft. Dafür hat aber Edgar Ostermann hier gut zu tun und zwar mit Dennis Erner. Das sind auch zwei Kontrahenten, die sich auch, ja, so lange wie ich hier zugange bin, schon, ja, gut behaken, aber immer fair. Da gab es nie wirklich größere Probleme. Da war aber echt ein 1-2 Rundeisen hier aufs Dach gebaut. Ja, jetzt einer versucht jetzt hier irgendwie eine Lücke zu finden, was hier in Monza natürlich nur an ein, zwei Stellen wirklich funktioniert. So, und jetzt hat er eigentlich nur durch diese wilde Körbfahrt schon wieder so viel verloren, dass es vor der Parabolika ganz sicher nichts wird. Aber jetzt könnte es passen. Jetzt könnte es was werden. Gucken wir mal. Dicht genug ist er dran. Robin Frischkopf hat eine Sekunde Vorsprung. Der muss sich hier keine. Jetzt kommt der Windschatten. Jetzt sieht man das regelrecht, wie das hier reinzieht. Und er bleibt auch auf der. Ostermann bleibt auch auf der Linie. Jo, da ist einer, Edgar. Ja, das war ganz bitter, weil das gibt jetzt hier eine Massenkarambolage. Leute, es ist gelbe Flagge. Ja, das ist sehr, sehr schade, so ein Manöver. Also da hätte Edgar gucken müssen. Man sieht, wie er nach rechts rüberzieht und dann den Jens Erner getroffen hat. So, Martin Schmidt jetzt dadurch auf Platz 3 vorgekommen. Jens Puckert schon Vierter. Auf Platz 5 Christian Rückert. Und hier ist eine ganz heiße Gruppe. Rückert, Matt, Erner und Flitsch. Und das ist, glaube ich, so, das sind richtig wohlklingende Namen in dieser Rennserie. War das jetzt hier tatsächlich Christian Rückert und, nee, Kai Matt. Kai Matt ist vorbei an Christian Rückert. Das war ja wohl ein Oberbrüller eben. Das schauen wir uns nochmal an. Hier geht er vorbei, bremst sich rein und geht hier innen über den Körb. Es ist wirklich haarig, aber es hat gepasst. Er ist vorbei. Rückert hat wahrscheinlich nie im Leben hier mit einem Angriff gerechnet. Wir sind wieder live, hoffe ich jedenfalls mal. Ja, sind wir. So, jetzt kommt hier der Konter. Und da muss der Herr Matt auch ein bisschen Luft lassen. Oh. Meine Fresse. Matt bleibt vorne. Nee, da ist sogar Dennis Erner noch vorbei an Christian Rückert. Das ist Dennis Erner hier, der wahrscheinlich jetzt auch mit ein bisschen Messer zwischen Zähnen fährt. Das dürfte schon eher ein Säbel sein, den er da hat. So, Kevin Flitsch versucht sich hier. Na, Leute. Kevin Flitsch geht vorbei an Fred Dohnke. Was ist das denn jetzt? Wieso ist denn der jetzt Fünfter? Ja, Kai Matt und Dennis Erner. Die haben sich ja wohl da ganz doll lieb gehabt. So, jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Oh, da wird er rausgeschoben. Muss ich mal gucken. Ah, hier passiert's. Hier passiert's. Ja, da schiebt er den Kai Matt durch die Schikane. Der Dennis. Beide fliegen ab und der Kai
kommt noch zum Stehen. Ja, Dennis will warten. Ja, das ist die Geschichte mit der Warterei. Dann schon wirklich abseits der Strecke stehen bleiben, wenn man schon unbedingt warten will. Ansonsten gibt es eine Race Control für sowas. Es nennt sich ja auch Gentleman's Agreement. Das Problem ist nur, wenn andere dann oder Unbeteiligte dadurch auch noch leiden, weil da irgendjemand langsam rumfährt, dann ist das immer relativ großes Risiko. So, jetzt ist aber hier alles anders. Also Edgar Ostermann hat ungefähr 2 Sekunden Rückstand auf Robin Frischkopf, fährt somit auf Platz 2, hat aber auch 4 Sekunden Vorsprung auf den Drittplatzierten, auf den Martin Schmidt. Der fährt hier auch ziemlich alleine, weil der hat nämlich dann auch nochmal gut 3 Sekunden Vorsprung auf den Jens Purkott. Auch der ist erstmal, aber hier haben wir, wie gesagt, Fred Dohnke auf 5, auf der 6 Kevin Flitsch, auf der 7 Christian Rückert. Die konnten sich hier aus diesem ganzen Tumult raushalten. Jens Erner mittlerweile auf die 8 vorgefahren. Laubach auf der 9, auf der 10 Patrick Flüchsigsthaler. Auf der 11 Oliver Ketzer, der kommt wenigstens seinem Startplatz jetzt wieder nahe. Der 10. Platz ist ja ganz, ganz wichtig, weil das zweite Rennen wird in umgekehrter Reihenfolge zum Ergebnis des ersten gestartet. Und somit wäre der 10. Platz dann die Pole Position im zweiten Lauf. Markus Farnold auf der 12, hier 2 McLaren direkt im Bruderduell. Stefan Hauenstein auf der 13, der Asia Unlimited. Ja, das sind auch, glaube ich, dann beide Kollegen. So, dann haben wir Micha Betz auf der 14. Und Kai Matt ist zurückgefallen bis auf die 15. Und Dennis Erner fährt dahinter auf der 16. Also die werden sich in Kürze wiedersehen, die beiden Streithähne. So, gehen wir mal auf die 5. Position. Nee, Robin Frischkopf ist mit Sicherheit nicht 5., sondern der fährt hier mal gerade eben die schnellste Rennrunde mit einer 1:47.686. Fred Dohnke auf der 5. Im Mittelfeld fahren derzeit alle ihre persönlich besten Sektorenzeiten im ersten, Rundenzeiten. Aber die schnellste Rundenzeit, wie gesagt, ist hier gesetzt von Robin Frischkopf bisher. So, und so wie es aussieht, ist Jens Purkott rangefahren an Martin Schmidt. Das ist der Kampf um den letzten Podestplatz. Wir haben noch 4 Minuten. Der Jens musste vielleicht erstmal ein bisschen ins Rennen finden. Fährt dem Herrn Schmidt hier nicht die etwas ungünstige Linie hinterher. So, und jetzt passt es. Und jetzt versucht er es auch und bleibt auf dem Gas. Aber steckt zurück. Das ist das Beste, was er machen kann. Hoppala, da qualmt irgendwas. So. Wir haben jetzt noch 2 Runden. Ja, dem Jens fehlt, glaube ich, ein bisschen Topspeed, so wie es aussieht, oder? Ja, von wegen. Aber sowas von lockerflockig geht er hier vorbei. Und da wird der Herr Schmidt ja hoffentlich auch nichts, ja, dagegen setzen. Oh, hier kommt er quer. Und Schmidt kann kontern. Ja, das war es gewesen sein. Da war er wohl ein bisschen zu aufgeregt, der Jens. So, da hinten, da gehen wir mal noch hin. Da ist hier, brennt hier auch gerade ein bisschen die Luft. Günter Karrer ist hier vorbei. Ich denke mal, Minwegen und Pirchegger, die haben sich da so ein bisschen lieb gehabt.
Ja, ich glaube, der lässt sie auch wieder vorbei. So, hier nochmal ein schöner Angriff von Pirchecker. Porsche gegen Ferrari, aber das sieht so aus, als ob der Ferrari das Ding für sich entscheidet. Genau, so ist es. So, und wir sind wir jetzt in der letzten Runde? Nee, das dürfte nochmal eine weitere Runde geben. Na, natürlich gibt es noch eine Runde. Das ist jetzt aber die letzte Runde, definitiv. Robin Frischkopf mit 10 Sekunden Vorsprung auf Edgar Ostermann. Der muss noch irgendeinen Bock geschossen haben, denn Martin Schmidt ist fast wieder ran, bis auf eine Sekunde. Jens Burkhardt hat abreißen lassen. Christian Rückert geht nochmal vorbei an... Nee, Jens Erner und Christian Rückert, die haben sich hier noch lieb. Der SLS ja hier auf den Geraden, bärenstark, wahnsinnig schnell. Wir gucken mal, wo ist der erste. Ja, da haben wir noch ein paar Meter. Ja, das könnte eventuell noch ein Manöver geben. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen zum Führenden gehen. Der überrundet jetzt hier sogar. Ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Herzlichen Glückwunsch an Robin Frischkopf. Platz 2 geht an Edgar Ostermann und Platz 3 an Martin Schmidt. So, jetzt gehen wir nochmal schnell hier zurück zur 7. Jens Erner ist immer noch vorne und das wird er auch bleiben. Dann können wir hier weitermachen. Platz 4 für Jens Burkhardt, Platz 5 Fred Dohnke, Platz 6 Kevin Flitsch, Platz 7 Jens Erner, Platz 8 Christian Rückert, 9 Laubach und auf der 10 haben wir den Patrick Flügelsthaler, der damit auf der Pole steht. Auf der 11 Stefan Hauenstein, auf der 12 Oliver Ketzer, Markus van Holt auf der 13, Kai Matt auf der 14, Micha Betz auf der 15, 16 Jan Baskenis, Dennis Erner auf der 17, der ist sauer, 18 Tom Krüger, Holger Stanchus auf der 19, auf der 20 kommt jetzt hier über Start und Ziel der Ulrich Windmöller, auf der 21 Arne Bachem, auf der 22 Ralf Minwegen, Günter Karrer 23, 24, Michael Bregartner 25, Andreas Braun 26, Chris Kirchecker 27, Jürgen Engelhardt 28, Patrick Gabe 29, Michael Tröscher, Lars Borkowski auf der 30 und Stefan Hartleib auf der 31. Und das ist eins der ganz, ganz wenigen Rennen, wo alle bis zum Ende durchgefahren sind. So, jetzt sehen wir hier eine schöne Inlap. Das freut mich sehr. Ja, Herr Schmidt, das werden wir noch ein bisschen üben, wie das funktioniert, das Fotofinish. Außerdem hast du auf dem neben dem Sieger gar nichts zu suchen. Genau, sehr schön, das Ganze hier. Das wollen wir mal versuchen, das hier noch ein bisschen hinzudrehen. Genau.
Und dann kommen die jetzt alle ins Ziel. Das war mal eine großartige Geschichte. Hat viel Spaß gemacht, dieser erste Lauf. Der zweite verspricht jetzt noch ein bisschen mehr Spannung, weil, wie gesagt, wie schon eben erwähnt, die ersten 10 des ersten Laufes starten jetzt in umgekehrter Reihenfolge zum ersten Lauf im zweiten. Das würde bedeuten, Patrick Flüglichsthaler steht auf Pol. Ja, da kann man nicht viel meckern. Mal gucken, wie er das in die Reihe kriegt. Auf der Position 2 zusammen in der ersten Startreihe. Ja, Laubach steht mit ihm in der ersten Startreihe. Zweite Startreihe für Christian Rückert und Jens Erner. Dritte Startreihe dann Kevin Flitsch und Fred Donke. Auf 7 und 8 dann Jens Purkott und Martin Schmidt. Und Edgar Ostermann startet von 9, Robin Frischkopf von der 10. Position. Das verspricht doch ziemlich spannend zu werden. Wir gucken mal. Nee, da kommen wir leider nicht hin. So, genau. Das wollten wir eigentlich wieder vermieden haben. Das geht immer sehr, sehr schnell hier. Das heißt, der Server wird jetzt restartet. Und ja, heute funktioniert das alles sehr, sehr gut. Beim letzten Mal gab es noch ein paar technische Probleme. Startaufstellung, Boxengasse, Plätze für die Autos waren ja doch sehr viele. Jetzt ist das hier, läuft das super gut, so wie wir das gewohnt sind. Und ja, jetzt freuen wir uns auf den zweiten Lauf. Wir gehen wieder auf die Strecke, nicht dass wir wieder hier stundenlang das stehen lassen. Im Pausenscreen. Genau, es gibt jetzt nochmal 5 Minuten Warm-up. Ja, bestimmt keine 15 Minuten, das möchte ich bezweifeln. Also da wird bestimmt gleich weitergeschaltet. Ja, wir sind noch in der Training-Session. So, jetzt geht's mal in der Quali-Session. Und jetzt sind wir im Warm-Up. So, ich habe wieder 5 Minuten 25. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Also seid brav, bleibt dran und lauft mir nicht weg.
Da sind wir ja wieder genau richtig zurück. Fair, verhalten wir nochmal raus. Oder sind wir schon... Oh, wir sind schon im Rennen. Nee. Nee, Warm-up. Wir sind noch im Warm-up. Genau, wir sind noch nicht im Rennen. Gottes Willen. So, der Herr Windmüller macht jetzt hier mal noch ein bisschen Wind. Nämlich abseits der Strecke. Genau. Und Edgar Ostermann gewinnt das zweite Warm-up. Auch dazu gratulieren wir ihm ganz herzlich. Ja, und der Keil ist auch noch krachen. Wir gehen aber mal auf unser Auto, bauen hier so ein bisschen, was hier auf der Strecke noch vorbeigefahren kommt. Ja, da kommen noch welche in die Box, die üben dann auch schon mal ein bisschen. Genau. So, ich darf voller Stolz verkünden, wir haben nicht einen einzigen getroffenen Frame. Das heißt, der Stream läuft absolut flüssig. Wer Probleme hat, dass der Stream stottert, so, wir sind im Rennen, der muss die... Nee, Laubach auf... Hä? Mit Laubach auf 1. Halte ich jetzt aber für ein Gerücht. Eigentlich sollte da der Patrick Flüglisthaler stehen. Oder sind jetzt nur noch die Top 9 gesetzt? Der steht aber auf 18. Ja, es geht nochmal von vorne los. Genau, das dachte ich mir beinahe. So, hier haben wir unseren RSA Simrace TV Porsche. Ja. Auch mal ganz nett, mal das Auto zu zeigen. Genau, da haben wir ihn. Sehr schön. Oh, da steht ja sogar mein Name drauf. Ja, ich bin ja schon. So. Wir sollten wieder in der Rennsession sein. Oh, und Laubach steht wieder da. Und Flüglisthaler diesmal auf 17. Ja, das ist wohl auch noch nicht so ganz richtig. Jetzt fahren sie aber. Gucken wir mal nicht, dass wir jetzt hier Blödsinn erzählen. Doch, Laubach steht auf 1. Christian Rückert auf der 2. Jens Erner auf Platz 3. Platz 4 für Kevin Flitsch. Auf der 5 fährt Fred Dohnke. Auf der 6 Jens Burkott. Auf der 7 Martin Schmidt. Auf der 8 Edgar Ostermann. Auf der 9 Robin Frischkopf. Der sollte eigentlich auf 10 stehen. Stefan Auenstein auf die 10. Auf der 11 Oliver Ketzer, auf der 12 Markus van Holt, Platz 13 für Kai Matt, auf der 14 Micha Betz, auf der 15 Jan Baskenis, auf der 16 Dennis Erner, auf der 17 Patrick Flüglisthaler, der eigentlich auf Pol stehen sollte, auf der 18 Tom Krüger, auf der 19 Holger Standschuss,
Ulrich Windmöller auf der 20, auf der 21 Arne Bachem, auf der 22 Ralf Minwegen, auf der 23 Günter Karrer, 24 für Michael Bregartner, auf der 25 Andreas Braun, Chris Pirchegger auf der 26, auf der 27 Jürgen Engelhardt, auf der 28 Patrick Garbe, auf der 29 Micha Tröscher, da kommt er, und auf der 30 Lars Borkowski und Stefan Hartleib auf der 31. Kommt der auch? Der kommt auch. Muss man doch auch mal noch durchs Bild fahren lassen. Da mit den zwei blauen Streifen. Das ist der Stefan. So. Minuten Rennen stehen jetzt an. Ein Boxenstopp muss absolviert werden. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt. Wenn alle Fahrzeuge stehen, noch stehen, doch, jetzt stehen sie alle. Und die Ampeln sind an. Und jetzt geht's los zum zweiten Lauf hier in Monza. Und da kommt Laubach nicht so sonderlich gut weg. Und vor allem hier im Mittelfeld, oder ja, im vorderen Mittelfeld staut sich das gewaltig. Na, mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Bis jetzt sieht es gut aus. Aber ein bisschen Karambolage darf sein. Oh, da muss man schon mal ein bisschen langsamer gehen. Ja, das sieht mir jetzt schon wieder fast nach Formation Lab aus. Quatsch, nach Gelbphase aus. Ja. Christian Rückert ist vorne. Den Platz konnte er sich holen. Ja, und wenn er das jetzt hier geschickt macht, dann dürfte es sein erster Laufsieg werden. Hier in der Race Day Speed Association. Oder könnte es. Wollen wir nicht übertreiben. Jens Burkhardt auf die 3 vorgekommen. Edgar Ostermann 4. Also auch der hat schon gut Plätze nach vorne geschafft. So, und es geht wieder los. Es geht wieder los. Die Herren sind wieder im Rennspeed unterwegs. Rückert vor Laubach und Burkhardt. Ostermann auf 4. Oh! Da haben wir hier irgendwo den grünen Lambo. Wer ist das nochmal? Ich glaube, das ist Ostermann. Genau. Der hat hier schon ein bisschen Pech gehabt und Robin Frischkopf ist wieder vorbei an ihm. Robin Frischkopf fährt mittlerweile dann schon auf 7. Hier kommt das ganze Feld nochmal vorbei. Edgar Ostermann. Jetzt. Ja. Fred Dohnke hat da so ein bisschen was versucht. Aber muss sich, glaube ich, mehr nach hinten orientieren. Weil da ist nämlich Stefan Hauenstein an ihm dran. Und da geht's fast ab. Ja, und da dürfte jetzt Hauenstein auch vorbei sein. Genau. Der lässt sich sowas nicht zweimal, lässt sich da nicht zweimal bitten. Aber Dohnke jetzt wieder im Windschatten. Ja, das war vielleicht jetzt ein bisschen früh raus. Uiuiuiui. Upsala, oh, da kommt. Junge. Das war, glaube ich. Nee, das war nicht Robin Frischkopf. Das muss sein Teamkollege gewesen sein.
Meine Herren, Christian Rückert führt mit 2,5 Sekunden Vorsprung auf Laubach. Auf der 3 Jens Burkhardt und dann kommt erstmal eine kleine Lücke. Und dann kommt der Mob. Mit Martin Schmidt, Robin Frischkopf, Jens Erner, Fred Dunkel, Stefan Hauenstein, Kevin Flitsch und blablabla. Ja, und der Rest. Markus Farnold hier. Oh, Jens Burkhardt. Jens Burkhardt hat's erwischt. Was ist passiert? Jo! Nichts Dramatisches eigentlich. Schön weggerutscht auf den Körb, da wo er es vorhin noch gesagt hat. Ja, und da ist er natürlich gerade in der Gruppe, wo ein ganzer Rattenschwanz an Fahrern hinterher kam und dadurch verliert er natürlich massiv Plätze, ist jetzt auf Position 16 zurückgerutscht. Jens Erner auf der 5. Und hier vorne gibt es richtig, Robin Frischkopf verliert hier Positionen. Nee, Quatsch, gewinnt Position. Robin Frischkopf jetzt dran an Martin Schmidt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er das jetzt hier schon versucht. Nein, das wäre auch ein bisschen optimistisch. Kommt aber arg weit raus. Das wird dazu führen, dass Jens Erner jetzt an ihm da hinten dran hängt. Und da kommt auch so ein bisschen das Heck hier auf den Körb. Ja, passt aber. Passt aber, den Topspeed hat er. Christian Rückert fährt die schnellste Rennrunde, 1:47.716. Denn hier ist etwas länger. Von daher muss man hier nicht sofort ganz nach vorne fahren. Also man kann sich dann sein Rennen ein wenig einteilen. Nur muss man halt aufpassen, dass man die Spitze nicht allzu weit von dann ziehen lässt. So, Andreas Braun ist dran an Tom Krüger. Ferrari gegen Ferrari. Und zwar 4,58 gegen 4,30. Upsala. Oh, wie bitter. Eieiei, eicher großer Gott. Na, hoffentlich haben das jetzt alle unbeschadet überstanden. Jürgen Lange Engel hat mit Sicherheit nicht, der wird gerade durchgereicht. So, gehen wir mal zu Dennis Erner. Beziehungsweise sogar noch ein zweiter vor, nämlich Oliver Ketzer versucht es hier, er ist mittlerweile auf der 8 gegen Kevin Flitsch. Das sieht cool aus, was ist da denn los? Was ist denn mit dem Kevin passiert?
Der lässt mal gleich zwei passieren hier. Das ist scheinbar nicht seine Strecke. Dennis Erna auch durch. Kimi Flitsch somit neunter. So, und der Oliver jetzt hier mal richtig gut unterwegs. Ja, hier geht es natürlich jetzt... Upsala, ich glaube, da ist gerade eben einer abgebogen. Ja, Dennis Erna ist vorbei an Oliver Ketzer. Jo. So, das ist natürlich eine ganz heiße Gruppe hier. Junge, Junge, Junge. Da wird aber jedes Körnchen Kies mitgenommen, was irgendwo zu finden ist. Fred Dohnke führt dieses Quartett an und hat jetzt hier aber auch eigentlich genügend Vorsprung auf Oliver Ketzer. Nee, Quatsch, auf... Hä? Dennis Erna. Wir sind bei Dennis Erna, nicht bei Fred Dohnke. Dohnke fährt bereits auf der 5. Aber es hat sich hier jetzt in der Reihenfolge nichts geändert. Kai Matt fährt auf Platz 17 gerade seine beste, persönlich beste Runde. So, und hier ist natürlich auch wieder richtig was los. Ulrich Windmüller, Tom Krüger, Andreas Braun und Stefan Hauenstein wird da gerade durchgereicht. Das war, glaube ich, das Auto, was wir gerade eben abseits gesehen haben. So, und Rückert hat Vorsprung 6 Sekunden. So in etwa habe ich mir das auch vorgestellt. 6,5 Sekunden Vorsprung auf Martin Schmidt. Fährt auch deutlich schnellere Rundenzeiten als Schmidt. Hat nach wie vor noch die schnellste Rennrunde mit 1,47,716. Stefan Hauenstein hier. Ja, da hat man ihn eher selten, den Stefan, auf diesen Plätzen. Andreas Braun auf der 22, auf der 23 Chris Pirchecker. Ralf Minwegen hier schön allein unterwegs. Lars Borkowski schon vorgekommen bis auf die 25. Aber gut bedrängt hier von Jürgen Engelhardt auf der 26. Dieser Busch hier links, das sieht bei mir mal aus, als ob da ein verunfalltes Auto liegt. Günter Karrer auf der 27, 28 raus, Edgar Ostermann. Oh, der ist raus, das habe ich gar nicht mitbekommen. Auf der 29 Stefan Hartleib raus, Micha Tröscher raus, Patrick Gabe raus. Das sind ja gleich mal vier Leute, die jetzt hier abseits stehen. Also der Abstand, der hier unten jetzt eingeblendet wird, der ist falsch. Es sind aktuell 6,7 Sekunden. Ja, 6,5. Sowas in der Drehe. Zwischen Christian Rückert und Martin Schmidt. Der kommt nämlich hier jetzt erst in die Lesmo. Lesmo? Ja, Lesmo, in die erste, genau. So, aber Laubach hat hier gut zu tun mit Frischkopf. Und Kevin Frischkopf will natürlich jetzt nochmal aufs Podest, um möglichst viele Punkte mitzunehmen, weil im ersten Rennen war er ja punktlos, weil nicht dabei. Und wir können mal so ein klein wenig hier über das nachdenken, was hier wie die Meisterschaft aussieht eigentlich momentan. Also zwei Läufe hat es hier gegeben. Und da führt momentan Kevin Flitsch vor Stefan Hauenstein punktgleich. Nicht, also nicht führen, die sind punktgleich auf dem ersten Platz. Und Dennis Erna auf der 3.
So, jetzt aber. Jetzt sollte es passen. Jetzt muss er schon sehr früh raus aus dem Windschatten. Das kommt jetzt drauf an, hat er den Topspeed oder hat er nicht. Normalerweise hätte er noch ein bisschen daneben bleiben. Sie sind jetzt wirklich fast im Parallelflug, aber ich glaube... Na, ja, er bremst sich rein. Er bremst sich rein. Da hat aber auch einer richtig gut mitgespielt. Nämlich der Matthias Laubach. Der weiß ja auch, von wem er hier angegriffen wird. Ich hoffe, er heißt wirklich Matthias. Ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. So, damit Robin Frischkopf auf Platz 3. Das ist natürlich ein sehr, sehr unschöner Abend für Edgar Ostermann. Hallo Lutz. Ja, hi Edgar. Was ist passiert? War jetzt zu viel Wappen. Was? Zu viel Wappen, die Fahrzeuge sind nur so herumgesprungen, links, rechts, es war keines Fahrzeug richtig zu sehen. Mein Fahrzeug auf einmal fast links und rechts, also das war kein Fahren mehr. Ah, okay. Das ist leider so. Kann man nichts machen. Ja, mal Rechner erneuern, ne? Nee, ich fahre, wie gesagt, 24 Stunden alles mit dem Rechner gefahren. Nie Probleme über diese Mod. Ja, die Mod ist aber extrem hier. Die Mod ist wirklich extrem und was die Fahrzeuge betrifft, die Modelle betrifft, also, weil hier warbt ja auch nichts bei mir. Und Sie haben einige. Es haben einige gesagt, sie haben ist schon richtig, aber brauchst halt für die Mod wirklich einen guten Rechner. So, gut, aber du hast jetzt nicht wegen dem Unfall aufhören müssen. Nein, ich habe, weil ich zu viel gebobbt habe, nein. Ja, also es bringt nichts, dass ich jemanden noch abschieße oder wie. Das ist zu viel. Alles klar. Ja, dann vielen Dank für die Info. Ja. Und dann wissen wir da wenigstens mal was. Und ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, wir hören uns in einem der nächsten Rennen dann auch mal wieder in einem Interview, ne? Hoffentlich ohne Wappen. Alles klar, mein Lieber. Also, okay, tschüss. Bis dann. Viel Spaß euch noch. Ciao. So, okay, jetzt haben wir hier dann doch Laubach und Erna. Der Jens Erna versucht hier irgendwie vorbeizukommen. Der Robin hat noch ein bisschen Luft. Anderthalb, ja knapp 2 Sekunden bis zu Martin Schmidt. Jetzt ist Martin Schmidt sicherlich auch ein anderes Kaliber als Laubach. Also das wird wohl ein bisschen dauern, bis er da rankommt. Oh, was ist jetzt mit Frischkopf los? Da müssen wir jetzt mal einmal gucken gehen. Da wird jetzt auf einmal... Hat er da... Ach nee, alles ist gut. Alles ist gut, keine Probleme. So. Der Jens ist auf dem Vormarsch. Versucht sich hier irgendwie wieder, wird hier auch brav vorbeigelassen. Finde ich ja mal sehr, sehr spannend. Also man zollt hier dem Ligaleiter Respekt. Jetzt geht es hier weiter nach vorne für ihn. Jens Erna fällt hier zurück auf die 7, wird vom Brüderchen überholt. Dennis Erna sich hier von Platz 16 nach vorne gekämpft auf die 6. Ja, mein lieber Jens, einfach hast du es hier aber nicht. Da ist jemand ganz, ganz ungestüm. Da solltest du immer mal ein Viertelauge im Rückspiegel halten.
jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken, was die hier treiben. Dennis Erner. Und Fred Dunke. Die haben sich hier ganz doll lieb, die beiden. Ich staune ein bisschen, dass der Robin Frischkopf nicht näher an Martin Schmidt ranfährt. Ja, das reicht nicht für Fred Domke, hier auf der Stadt Ziel ranzufahren. Jetzt mal kommt er auch noch zu sehr über den Abweiser. Ich glaube, das ist jetzt erstmal zu viel Rückstand. Das könnte jetzt schon knapp eine Sekunde werden. Ja, es ist schon über eine Sekunde. So, Arne Bachem. Was ist jetzt hier mit dem Betz los? Ah, die kommen jetzt in die Box. Jetzt gibt es hier die ersten Boxenstopps. Micha Betz haben wir jetzt hier. Im Simsync Pro-Auto. Und der fährt jetzt auch schon wieder los. Das ging relativ zügig, 15 Sekunden. Hat aber eine Platzierung verloren. So wie es aussieht, gegen Andreas Braun. Nee, gegen Jens Erner. Oh, das ist jetzt eine heikle Situation. Ja, Betz sieht das wohl richtig. Jürgen Engelhardt hier kam da angeflogen. Und jetzt schöner Formationsflug. Betz Engelhardt, ja, Mensch, das Kinderjunge, da musst du mal ein bisschen schauen. Er war doch genau neben dir. Na gut, das ist jetzt sehr ärgerlich. Wobei ich allerdings auch sagen muss, da geht auch eine Teilschuld an den Micha Betz, weil in der Kurve nebeneinander, das geht in Topspeed, in Vollspeed, geht das auf gar keinen Fall. So, Martin Schmidt kommt in die Box. Christian Rückert fährt noch. War auch noch nicht. Doch. Muss. Wieso ist jetzt. Ach nee, Frischkopf fährt die schnellste Rennrunde. 1:47.603. Also, wenn das so bleibt, dann hat er hat Robin in beiden Läufen die schnellste, die fastest Lap. So, und jetzt werden wir mal sehen, wie sich das ausgeht. Frischkopf, Rückert und Laubach noch nicht an der Box. Genauso wenig wie Erner und Dunkel. Aber wir haben auch noch 18 Minuten. Also das kann schon durchaus noch ein bisschen dauern. Bis zu 10 Minuten, bis sie alle in der Box waren. So, Jens Purkott war wohl auch drin oder hat schon wieder irgendwie ein Problemchen gehabt. Ich glaube, der ist jetzt gerade rausgekommen, weil so fährt man, wenn man alleine ist, die erste Schikane nicht an. So, wir schauen mal wieder nach vorne. Und er bleibt weiter draußen. Und auch Robin Frischkopf bleibt draußen. Schauen wir mal, was Laubach macht. Der bleibt draußen. Aber Dennis Erner kommt rein. Fred Dunke fährt weiter. Markus Farnhold auf der 6. Das spätere Reinkommen, wenn man die Rundenzeiten noch gehen kann, hat natürlich den Vorteil, dass man weniger tanken muss. Ah, der Patrick Flügelsthaler. Das war vorhin diese etwas wirre Szene, wo ich dachte, das wäre der Robin gewesen. So, Oliver Ketzer hier jetzt auf der 6, auf der 7 Kevin Flitsch. Auf der 8 Martin Schmidt. Der war schon in der Box, der Martin. Arne Bachem auf der 9, auf der 10 Jan Baskenis. Auf der 11 Dennis Erner.
auf der 12 Andreas Braun, 13 für Jens Purkott, 14 für Markus van Holt. Auf der 15 Jens Erner. Auf der 16 kommt jetzt hier gerade aus der Box Kai Matt. Und hier kommt man im Dreierflug. Ja, was ein Wahnsinn. Micha Betz vorne, Jürgen Engelhardt und Chris Pirchecker sind das hier. Oh, und Engelhardt kommt auf den Körb und ein bisschen Kies. Das könnte für Pirchecker die Chance sein, vorbeizukommen. Ne, der kommt nur richtig ran. Muss aber bremsen, wie man hier gerade gesehen konnte. Da gibt es keinen Weg vorbei. Ja. So, auf der 20 Ralf Minwegen. Upsala! Stefan Hauenstein auf der 21. Der ist hier alles andere als happy heute hier in Monza. Da haben wir schon bessere Platzierungen von ihm gesehen. Günter Karrer auf der 22 mit dem definitiv schönsten Auto hier. Das ist einfach mal grandios gemacht, dieser Porsche. Er ist einfach nur wunderschön lackiert. Ulrich Windmöller auf der 23, auf der 24 Holger Stanchos. Die kommen hier auch gerade schön im Fight. Da lässt er ihn durch. So, dann haben wir Tom Krüger, der ist auch nicht so wirklich happy hier gerade. Micha Bregartner auf der 26, auf der 27 Lars Pokowski. Und dann schon die Ausgefallenen. So, Christian Rückert. Ist immer noch nicht in der Box gewesen, sehr wohl aber Robin Frischkopf. Und Robin Frischkopf fährt jetzt auf der 5. Auch Laubach war noch nicht in der Box. Und dann wollen wir doch mal schauen. Ja, Rückert, letzte Runde 28,6. Das ist, geht völlig in Ordnung. Flüglichsthaler war meines Wissens auch noch nicht in der Box. Und es wäre das sehr verwunderlich. Martin Schmidt auf der 4. Auf der 5 Kevin Flitsch. Auf der 6 jetzt Robin Frischkopf. Aber Flitsch noch nicht in der Box. So, jetzt sehe ich Patrick Flüglichsthaler in der Box. Da geht jetzt, genau, da geht jetzt Robin vorbei an seinem Teamkollegen. So, und Martin Schmidt war ebenfalls in der Box und das würde bedeuten, dass er hier, dass Robin Frischkopf bisher nichts gut gemacht hat. Frage ist halt, wie sind die beiden jetzt gegenüber Christian Rückert aufgestellt? Also der Rückstand von Schmidt auf Rückert beträgt 34 Sekunden. Und deswegen werden wir jetzt mal schauen, wann der Herr Rückert gedenkt reinzukommen. Das wäre natürlich ein grandioser Schachzug hier. Er bleibt nach wie vor draußen. Und Laubach kommt jetzt hier erst in die Parabolika. Weiß ich nicht, ob der reinkommt. Ja, jetzt kommt Laubach rein. So, und dann haben wir nur noch Kevin Flitsch, Jürgen Engelhardt, Günter Karrer, Kirs Pirchecker und Andreas Braun, die noch nicht in der Box waren. Und die fahren allesamt weiter hinten. Kevin Flitsch auf 11. So,
Frischkopf geht jetzt an Laubach vorbei. Also den hat er schon mal. So, Laubach kommt hier raus auf der Position 4. Also insgesamt ein sehr, sehr gutes Rennen für ihn. Dennis Erner fährt schnellste Rennrunde. Wie auch immer das jetzt ging. 1:47.468. Und das Jensi ist wieder auf Platz 6 vorgefahren. Hat also mit seinem frühen Boxenstopp da alles richtig gemacht. So, jetzt kommt Rückert rein. Das ist das, was wir, auf was wir gewartet haben. 10 Minuten 45 vor Schluss. So, und jetzt gucken wir mal, Schmidt. Schmidt kommt jetzt hier oben, fährt jetzt auf die Parabolika zu. Wie lange steht Rückert? Der müsste eigentlich... Er steht ein bisschen zu lange für meine Verhältnisse. Nee, alles gut. Aber wirklich Zeit eingespart hat er nicht. Theoretisch müsste er vorne bleiben. Da dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Das passt definitiv. Rückert bleibt in Front vor Martin Schmidt und vor Robin Frischkopf. Also das wären die jetzt im bereinigten Klassement, im Boxenstopp bereinigten Klassement, die ersten drei Plätze, das Podest. Rückert vor Schmidt und Frischkopf. Laubach auf 4. Erner auf 5, aber der hat, nee, der hat gar nicht gut zu tun, sondern der überrundet. Purkott auf 6, auf der 7 Donke, allesamt in der Box, auf der 8 Farnhold, 9. Platz für Flüglisthaler, Litsch auf 10. Der versucht sich jetzt hier noch irgendwie an dem Patrick vorbeizuarbeiten. Aber irgendwie gefällt mir der Kevin Flitsch heute überhaupt nicht. Das war im Quali schon ziemlich mies aus. Im ersten Rennen kein Glück. Hier auch nicht so wirklich gut unterwegs. Also das ist, ja, nicht so, ja, das ist nicht seine Strecke, glaube ich. Ja, hier schon der Einlenkpunkt alleine ist schon bitter. Jetzt wird wieder über den Körb geräubert. Zeit liegen gelassen. Also das ist definitiv nicht seine Strecke. Großen und Ganzen hat sich in den Abständen vorne nicht viel geändert. Rückert 5 Sekunden Vorsprung auf Schmidt und der ungefähr 2,5 Sekunden auf Frischkopf. Also alles ist gut. Da dürfte sich auch nicht so wahnsinnig viel mehr ändern in den letzten 8,5 Minuten. So, gucken wir mal hier weiter. Jens Erner auf der 11. Auf der 12 Oliver Ketzer, aber der hat Spaß hier. Der hat Spaß mit Kai Matt. Auf dem Duell bleiben wir mal drauf. Ja, was will der Kai jetzt machen? Will er jetzt hier wirklich schon daneben? Wow. Das wäre jetzt so eins dieser Überholmanöver hier außenrum in der Parapolika. Jetzt haben wir es hier auch einmal endlich gesehen. Ja, sensationell. Kannten wir bisher nur aus dem GT3 Cup. Mit dem Porsche geht das, aber ob das jetzt so eine kluge Idee war, ist eine andere Geschichte. Es sei denn, Matt hat tatsächlich deutlich mehr Topspeed. Und er geht jetzt auf die Kampflinie, das ist völlig rechtens. Ketzer muss außen bleiben, kann dadurch aber später bremsen und geht als erster in die Schikane, ist innen. Oh Mann, 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 da hält aber Matt völlig dagegen. Ja, da gibt er auch noch Lichthupe, da frage ich mich echt, wieso. Er war klar hinten. So, auf der 14 haben wir Arne Bachem.
auf der 15 Micha Betz. Jan Baskinis auf der 16. Auch der hat schon bessere Platzierungen gesehen. Auf der 17 Stefan Hauenstein. Von dem wollen wir mal gar nicht erst reden, was die Platzierung betrifft. So, Jürgen Engelhardt 18. Ich denke mal, das ist im Soll. Und auf der 19 Holger Standschuss. Und die beiden haben hier wahrscheinlich richtig Spaß. Das geht, glaube ich, schon das ganze Rennen. Hoppala, da müssen wir jetzt mal... Oh, Standschuss hier vorbei. Schön, dass wir es gesehen haben, weil hier vorne brennt es auch. Um Platz 4, Dennis Erner gegen Laubach. Erner war eben schon mal kurzzeitig vorne, wurde jedenfalls im Timing so angezeigt. Jo, und da ist er aber richtig dran. Ja, nee, das geht dann nicht. So, jetzt ist er aber durch. Wenn er jetzt... Oh, ja, Mist, verflixt dann. Ja, das, jetzt müsste er ihn eigentlich... Das war gecuttet. Ja, er geht auch auf die Bremse, lässt ihn wieder durch. So, jetzt aber. Jetzt könnte es passen. Vorne verpassen wir gar nichts, wenn wir schon mal bei passen sind. Laubach hier auf der Kampflinie und Erner macht die Tür zu und geht tausendrum vorbei. Auch ein Manöver, was man an dieser Stelle sehr, sehr, sehr selten sieht. Hoppala. Und was ist jetzt? Reifenschaden, oder? Nee, was war das denn jetzt? Habe ich ja noch nie gesehen. Rückert nochmal, schnellste Rennrunde, 1:47.428. Also Frischkopf hat da, glaube ich, keine großen Ambitionen mehr. Also wenn ich mir vorne die schnellsten Rennrunden angucke. Rückert 1:47.428. Miet 1:47.574. Frischkopf 1:47.584. Erner 1:47.468. Also das ist schon grandios. Keimat 1:47.184. Oh, und Laubach, upsala, ist wieder durch. Jetzt habe ich hier irgendwie zu sehr aufs Timing geguckt. Gucken wir uns die Situation nochmal an. Und da bremst er hier sehr, sehr spät und geht hier daneben. Ja, sauber gemacht. Und die Linie zu und da kann er eigentlich gar nichts machen. Ja, da weiß ich nicht, warum jetzt hier Dennis eine Lichthupe gibt. Das war okay. So, wir gehen wieder live. Also die beiden haben sich hier ganz besonders lieb. So wie es aussieht, ist jetzt auch gerade Andreas Braun raus. Und auch Jürgen Engelhardt scheint nochmal in der Box zu sein. Ja. Der holt sich... Ah, der kommt jetzt erst in die Box. 3 Minuten vor Schluss. Das finde ich cool. Hätte er eigentlich auch durchfahren können. Aber ich glaube, das haben wir von ihm im GT3 Cup... Nee, nicht im GT3 Cup. Ich meine, ich habe den schon mal irgendwo so ein Husarenstückchen machen sehen. So, da haben wir den Führenden. Da wird es noch eine Runde geben. Das ist nicht die letzte, das ist die vorletzte Runde. Ja, Martin Schmidt wird wohl recht happy sein. Wobei das hier scheinbar nochmal relativ eng wird. Robin Frischkopf ist so ein bisschen auf dem Weg dahin. Leute, wenn ihr sehen würdet, wie eure Autos sich bewegen, wenn ihr da über diese Abweiser knallt und ihr die Ersatzteile selber bezahlen müsstet, das könnte aber, das würde aber beim nächsten Mal anders aussehen. So,
da gehen wir mal ganz kurz auf die 12. Da macht nämlich der Kaimat Alarm Richtung Jens Erner. Ich glaube, die haben sich auch schon eine ganze Weile, die beiden. Leute, das, ja, sorry, da kann ich wenig zu sagen. Gucken wir uns nochmal an, die Situation. So, hier anbremsen. Schikane, was macht er? Ist höllenweit weg. Ja gut, okay. War keine Berührung, aber da ist er wohl in den Notausgang gegangen, weil er befürchtet hat, dass es da einen Crash gibt. Aber mittlerweile, nee, Matte ist noch nicht vorbei. So, und Oliver ist da auch richtig dran, der Oliver Ketzer. So, und Robin Frischkopf hat scheinbar keine Ambitionen mehr. So, die offizielle Rennzeit ist jetzt gleich abgelaufen, 30 Sekunden. Und hier brennt's. Hier brennt einfach die Luft. Sorry, aber wir müssen mal ganz kurz vor. Ich muss erst mal gucken. Aha, der ist in den Lesmos, also es ist noch eine Minute. So, Matt. Sieht so aus, als ob er vorbei ist an Erna. Ja, aber das ist noch lange nicht gegessen, das Ganze hier. Leute, was ist das hier für ein D-Zug? Hammerharte Rennen. Definitiv. Michael Betz verliert jetzt gerade eben noch einen Platz gegen Arne Bachem. Uiuiui, da kam aber gerade einer richtig schön durch die Schikane geflogen. So, wir gehen vor auf die Position 1, weil da kommt nämlich Christian Rückert übers Ziel und wir sagen herzlichen Glückwunsch, Herr Rückert. Das freut mich sehr. Grandios gemacht. Platz 2 geht an Martin Schmidt und Platz 3 an Robin Frischkopf. Und ich glaube, das waren mal gerade eine Zehntel Rückstand hier. So, da haben wir den Dennis Erner auf Platz 4. Auf der 5 kommt Laubach und ich muss sagen, das ist ein richtig geiles Ergebnis. Auf der 6 Jens Purkott, der gönnte ihm das. Auf der 7 Fred Dohnke, Markus Farnhold auf der 8, auf der 9 Patrick Flügelsthaler und Kai Matt geht in allerletzter Sekunde hier noch vorbei an Kevin Flitsch. Somit wird Matt 10. Flitsch 11. Oliver Ketzer 12. Da treffen die beiden sich hier noch. Das war sicherlich nicht beabsichtigt. 13 Jens Erner, 14 Arne Bachem, 15 Micha Betz, 16 Stefan Hauenstein, 17 Junge. Jan Baskenis, Holger Stanzus auf der 18, auf der 19 Tom Krüger. Auf der 20 Ulrich Windmüller. Auf der 21, der hat noch ein paar Meter, der Jürgen Engelhardt. Und, oh, das ist ja hier nochmal eine hammerharte Gruppe. Was haben wir denn da? Riegertner, Engelhardt, Pirchecker. Ja, zumindest Riegertner, Pirchecker. Naja, die sind schon noch dahinter. Kommt der Karrer noch dazwischen. So, dann haben wir Günter Karrer auf der 22, Micha Riegertner auf der 23, auf der 24 Chris Pirchecker, Lars Borkowski auf der 25, auf der 26 Ralf Minwegen, 27 Andreas Braun, das sind alles die Ausgefallenen.
28 Edgar Ostermann, 29 Stefan Hartleib, 30 Micha Tröscher, 31 Patrick Garbe. So sieht das hier momentan aus. Ja, ihr Lieben, was soll man dazu noch großartig sagen? Das war mal richtig Monster-Action vom Feinsten, so wie sie sich gehört. So, und wir warten darauf, dass die Herrschaften hier in Teamspeak kommen. Ach, die sind ja schon alle da. Oi, das geht ja mal flott. Das geht ja mal ausgesprochen flott hier. Da bin ich ja mal völlig überrascht. Leute, ich glaube, so früh wart ihr hier noch nie fertig. Noch nie. Cool, oder? Ja, ja. Coole Sache. Coole Sache. Kann man nicht anders sagen. So, wir gucken uns mal so ein bisschen in den Ergebnissen um. Ja, mein lieber Jens, wieder mal ein bisschen verpasst, das Podest. Beim ersten Mal war es noch knapp. Ja, du sollst jetzt nicht antworten, dass ich spreche jetzt für mich. Du bist ja nicht dran, du bist ja nicht auf dem Podest. Du darfst nachher sagen, wo wir die nächste Strecke, wo wir uns das nächste Mal sehen. Genau. Genau, so sieht das aus. Kommen wir zum ersten Lauf. Ja, eigentlich können wir das schon wieder so ein bisschen zusammenfassen, weil, na, nehmen wir den Martin mal gleich ran hier und den Robin dann hinterher. Ja, und den Überraschungssieger des zweiten Laufs, den heben wir uns zum ganz zum Schluss auf. Also wir haben hier, wenn ich das jetzt sehe, ja, Martin, bist du da? Ja, hey, weißt du, ich höre dich nicht, sprich. Wie, du hörst mich nicht, sprich. Ich höre dich nicht, sprich. Aha, ja gut, hatten wir alles schon. Wir hatten hier schon mal eine Verlosung, da konnte ich auch keinen hören. Genau. Ja, Martin, Platz 3 und Platz 2. Irgendwann mal eine Chance gesehen, noch ein Plätzchen weiter nach vorne zu kommen, oder ist das Ergebnis mehr als du erwartet hast? Also, ich muss sagen, es war natürlich ein echt schönes Rennen. Auch vor allem das erste war natürlich ein Bombenrennen mit Jens dann zum Schluss. Also ich glaube, wir beide haben uns gesucht und gefunden in der Sommersaison. Und er findet immer noch keinen Weg an mir vorbei. Ja, das siehst jetzt aber nur du so gerade. Erzähl weiter. Naja, aber so fahrerisch war von mir das erste Rennen auf jeden Fall katastrophal. Also ich war noch weiter am Limit, übers Limit raus als in Silverstone schon. Hat man auch gemerkt, ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und ohne die Fehlerchen wäre ich auf jeden Fall noch am Edgar vorbeigekommen. Sage ich jetzt einfach mal so. Oder zumindest wäre die Chance da gewesen. Im zweiten Rennen, naja, da war halt ein bisschen Startpech. Dann war der Christian auf einmal schon 6 Sekunden weg und dann dachte ich mir, vielleicht kann ich durch die Strategie noch rausreißen, aber das wurde dann auch nichts. Und dann haben die Reifen irgendwann nachgelassen und der Robin ist dann sogar auf Start und Ziel noch fast an mir vorbeigekommen in der letzten Runde. Ja. Aber alles in allem, gelungenes Rennwochenende. Was will man mehr? Auf zur nächsten Strecke. Was ist denn das? Genau, das erklären wir zum Schluss. Wir wollen ja die Spannung hier nicht vorzeitig platzen lassen. Edgar, ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber wir haben uns eine ganze Weile nicht gehört, nämlich eine ganze Sommersaison nicht gehört. Und ja, du bist erstmal zurück, das kann man so sagen. Du musst jetzt vielleicht noch ein paar Einstellungen finden oder wie auch immer. Aber das war ja mal eindrucksvoll, zumindest im ersten Lauf, oder? Ja, ohne den einen Fehler wäre es sicher knapper geworden mit Robin. Oh. Ich habe mal kurz nachher einen sehr guten Start gehabt, als Sechster losgefahren und als Zweiter in die Kurve hineingefahren. Das ist nicht schlecht. Habe dann eine gute PS am Anfang erwischt, habe auch den Robin überholen können. Und leider ein, zwei kleinere Fehler gemacht, dann ist er wieder vorbeigekommen. Aber der Robin hat einen super Speed gehabt. Und dann, ich glaube, in der siebten Runde oder was, da hat es mich dann gedreht.
Da habe ich dann gute 8 Sekunden verloren auf den Robin. Ja. Und deshalb ist auch der Martin noch rangekommen. Ja. Aber im Großen und Ganzen, das erste Rennen war in Ordnung. Beim zweiten Rennen, ich weiß nicht, ich hoffe, die Fehlerquelle wird gefunden, was der Fehler ist. Ich glaube nicht, dass es mein PC ist, sage ich ganz offen. Ich fahre mehrere Ligen und habe eigentlich dieses Problem nirgends, dass ich so extrem war. Naja, wird sich zeigen. Wie gesagt, das ist tatsächlich hier, ich hatte es ja schon im während des Rennens gesagt, also die Mod ist extrem hardwarefressend. Wir haben es jetzt erst bei SimRacing.org letztes Wochenende gesehen. Also, schauen wir mal, drück mal dir die Daumen, dass das für dich beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser läuft, dann über zwei Läufe hinweg. Das war jedenfalls ein klares Zeichen dafür, zumal Robin ja auch im ersten Rennen nicht da war und somit auch nicht gepunktet hat. Also mal gucken, ob ihr zwei euch dann wieder die Meisterschaft um die Ohren haut. Nee, würde da gibt es mehrere Fahrer. Also ja, Kurt Christian, ja, Martin schon, Schmidt. Aber, ihr mit dabei. Ihr mit ganz, dabei. Ganz ja, ein Flotte ist auch der Dennis Erner. Also da sind mehrere dabei, die, glaube ich, heuer mit naschen werden an der Meisterschaft. Dass der Dennis flott ist, das weiß ich. Aber heute auf Platz 17. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Es waren ein paar Duelle, ja. Also. Ja. Es waren auch noch ein paar andere Sachen. Also, kommen wir zum Sieger des ersten Laufs und zum Drittplatzierten des zweiten Laufs. Und Robin, du glaubst ja, ich wusste ja nicht, dass du wieder mitfährst. Nach dem ersten Quali habe ich gesagt, okay, der hat nochmal eine gute Runde erwischt oder so und die anderen eine Scheiße, hatten keinen Platz oder so. Aber dann kam ja dann auch noch das zweite Quali, das war ja eine Deklassierung. Muss ich ja mal so ganz offen sagen, 6 Zehntel im zweiten Quali, eine Sekunde schneller als die anderen. Also das war ja mal ein Oberbrüller und na gut, dementsprechend lief dann auch das Rennen. Erzähl mal. Ja, danke Lutz, willkommen zurück. Ja, ich war in den Ferien fürs erste Rennen, hat natürlich sehr weh getan, nicht dabei sein zu können. Ja, vom Quali, ich war selber überrascht. Also ich bin eigentlich beim ersten Quali gleich gut, habe dich freie Bahn gehabt, konnte eine eigentlich normalerweise schlechte Runde machen, wenn man die Hotlaps anschaut, aber es hat dann trotzdem gut ausgeschaut. Dann ist mir nochmal das erste Mal gelungen, unter die 8,47 zu fahren. Ich weiß selber nicht, wie. Und dann hatte ich sehr großen Bammel vor dieser einer Runde beim Hot Shot Quali oder wie das heißt. Und ich habe gesagt, okay, jetzt fahrst du einfach ruhig, bremst ein bisschen früher. Und im Endeffekt, durch das, dass ich überall ein bisschen früher gebremst habe, bin ich plötzlich viel schöner durch die Schikane durchgekommen. Und ich war selber überrascht, dass es dann noch so gereicht hat. Also ja. Und kurz zum zweiten Lauf. Ich sag mal, ich habe dann gesehen, als du dann Dritter warst, du hattest 2 Sekunden Rückstand auf den Martin Schmidt. Und das hat sich bis auf die letzte Runde oder die letzten 2 Runden eigentlich auch so durchs ganze Rennen, also über die ganze Zeit gehalten. Hast du keinen Bock mehr gehabt oder ging es nicht schneller? Nein, es war etwas komisch. Ich war ja eben, wie du sagst, schön 2 Sekunden hinter dem Martin vor den Stops. Dann muss ich in der Runde, wo ich noch den Sprit nachgestellt habe und so, muss ich ein bisschen Zeit verloren haben. Oder auch in der Box, weil als ich wieder rausgefahren bin, war ich 6 Sekunden hinter dem Martin. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, Dritter, bin ich zufrieden. Und plötzlich habe ich gesehen, ich kann jede Runde ein bisschen vom Vorsprung wegnaschen. Und dann haben wir noch in der Parabolika in der letzten Runde, waren wir noch hintereinander. Ja. Ja. Und das war echt super. Also schade, hat es nicht noch eine Runde gegeben. Okay. Aber gut, wie gesagt, Robin, also ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Genauso wie bei Edgar. Das ist einfach, das gehört hier einfach so her. Und dass du im Sommer keinen Bock hast, das wissen wir ja, aus gutem Grund. Und naja, gut. Also, dann toi toi toi. Und jetzt weiß ich noch gar nicht so richtig. Mensch, Christian, ich bin ja so stolz auf dich. Ich kann es ja gar nicht in Worte fassen. Also, jetzt hat's endlich geklappt. Ich dachte schon, du kommst hier gar nicht zu Ehren. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Hi Lutz, schon lange nicht mehr gehört. Ja, genau. Ja, die Spitze nehme ich dann auch mit. gut. Erstes Rennen, Platz 8.
Zweites Rennen, dann Platz 1. Woran lag es jetzt im ersten und woran lag es dann eigentlich im zweiten? Also ich meine, dem Startplatz jetzt am Anfang gut weggekommen, aber du bist ja auch mal auf den Schlag weggefahren denn da. Ja, im ersten Rennen, ob man es glaubt oder nicht, ich habe mir neue Pedale gekauft und anscheinend hatte das Gaspedal dann schon irgendwie einen Treffer weg gehabt, weil ich habe bloß noch 260 Sachen drauf bekommen und dachte, dass irgendwas nicht stimmen kann. Ich habe dann gedacht, ich habe mich im Setup vielleicht vergriffen, aber nach dem Rennen nachgeschaut, einser Flügel und alles, also war es wirklich das Gaspedal, wie sich rausgestellt hat. Dann habe ich das Ganze, habe dann versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Das hat dann ganz gut funktioniert, weil sich dann doch zwei, drei Leute von mir abgeschossen haben, weil ich hätte die nie eingeholt. Also ich war beim Jens, glaube ich, im Windschatten und der hat mich abgehängt, als würde ich einen Golf hier fahren. Im zweiten Rennen habe ich dann einfach das Gaspedal voll durchgedrückt und das Ganze in der Einstellung ein bisschen geändert, dass ich wieder Vollgas habe und siehe da, auf einmal läuft das Ding wieder so, wie ich es in den Trainingstagen vorher hatte und der Sieg, der war eigentlich nie gefährdet. Ich konnte mir das Rennen dann Gott sei Dank einteilen, weil die anderen im Zweikampf waren und nach den Boxenstopps im Verkehr hängen geblieben sind. Und ja, bin dann ganz gemütlich nach Hause gefahren und genieße natürlich den ersten Sieg im vierten Rennen, sage ich mal. Ja, richtig, richtig. Ja, gut, also jetzt hoffe ich mal, dass wir von dir noch ein bisschen mehr sehen in den nächsten Rennen und wir dann da des Öfteren Gelegenheit haben, wieder mal häufiger miteinander zu plaudern, nicht? Ja, Genau. doch auch, ja. Genau. Ja, jetzt, wo wir bloß noch 200 Kilometer getrennt sind oder noch nicht mal. Ja, aber was soll's? Gelegenheit macht Diebe und die ist halt einfach nicht da. Was wollte ich sagen? Ja, Großen und Ganzen, jetzt darf dann Jens Orwart sagen, Jens, wo sind wir nächstes Mal? Guckt euch Kalender. Ja, nun. Nee, 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 komm hier. Also. Das nächste Rennen ist tatsächlich in Potrero de los Funes. Ja, okay, das kannst du gut, dass ich nicht nachgeguckt habe. Ja, ich hätte noch nicht mal gewusst, wie man das ausspricht. Was ist das denn jetzt bitte? San Luis. Ach, das ist San Luis wieder. Okay, alles Genau. klar. Ja, okay. Na Hat in der gut. letzten Wintersaison so viel Spaß gemacht, dass es Ja. ja, wieder gewählt wurde. Ja, Da bin ist ich schon. allerdings nicht da, da kannst du dann irgendjemand anders finden, über den du dich lustig machst. Ich habe mich doch gar nicht lustig gemacht. Ich habe nur bei deinem Unfall, den ich natürlich, also bei deinem Ausrutscher, den ich natürlich gesehen habe, nur ganz kurz gesagt, ach Gott, ja, da ist er wohl wieder ein bisschen hart über den Körper gekommen. Ja. Weißt du, dich erinnerst, habe ich in der Vorstellungsrunde gesagt, Ja, das ist meine genau. heikelste Stelle und Genau, zum genau, Glück ist es genau. nur einmal in beiden Rennen Ja, passiert. genau. Und das, genau das habe ich auch dann so formuliert, ja, dass du das schon angekündigt hattest. Hattest du Ja. Lecks bei dir? Nein, nicht ein. Gut, das ist ja schön, weil gerade im zweiten Rennen hatte rund die Hälfte der fahrer fürchterliche Lecks. Da war das Hinterherfahren Wenn ich aus Dänemark spannend. zurückkomme, erzähle ich dir ein bisschen was, weil wir hatten ja das 24-Stunden-Rennen am Wochenende in Spa mit der Mod und mit 41 Autos und da hatten wir genau diese Probleme auch. Und ich glaube, wenn der Sebastian jetzt fertig ist, der Sebastian Rhön, dann können wir dir da ein Update geben, dass das dann aufhört. Gerne. Erste Rennen war absolut problemlos und im zweiten fing es auf einmal an. Aber gut, wenn ihr da eine Lösung habt, nehmen wir die natürlich sehr gerne. Ja, noch ist nicht sicher, ob es eine Lösung ist, aber ja. No? Also, ihr Lieben, ich werde mich jetzt auf den Weg nach Dänemark begeben und ja, ich hoffe, ihr schaut dann am Wochenende, am Samstag, alle fein zu da und ein bisschen Facebooken und ein bisschen dumme Bemerkungen machen. Das sollte ja möglich sein. Das könnt ihr ja eigentlich immer ganz gut. Also, bis dahin und falls nicht, wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende. Also, bye bye und bis in 14 Tagen in San Luis. Genau, und dir viel Spaß in Dänemark. Ja, den werden wir haben, definitiv. Also, bis dahin, tschüss, danke.